Nach all der Aufregung hatten sich unsere drei Kommilitonen ja wohl erst einmal eine Auszeit verdient. Wie immer zog es Lex, Nick und Jesse, genannt Jedi, in ihre Lieblingsbar. Fabricios Joghurtpalast. Ein wahrer Tempel für Liebhaber cremiger Erfrischungen und begeisterter Joghurt-Connoisseurs. Hey, Brizi, servus. Grüß dich, Brizio. Hey, fertig, immer noch Big Brizio. Grüß dich. Servus, Lex. Grüß dich, Nick. Ja, grüß dich auch. Jesse, Alter, servus. Setz dich, ich komm gleich um, ihr Burschen. Heute lösche ich einen Pärchenbecher ganz allein vom Schreibtisch, Leute. Lex, ich glaube, meine Lok pfeift. Wieso bist du mir eben beim Professor voll auf den Fuß gewalzt? Ich wollte doch nur von unserer Begegnung mit der Unke erzählen. Ja, genau. Ich meine, seit wann ist so etwas beim Team Europa en vogue, s'il vous plaît? Das gleiche könnte ich euch fragen, Matrosen. Ist euch der Kopf zugequalmt wie ein Rauchquarz? Nein. Wie kommt ihr auf den Gedanken, diesem möchtigen Professor davon zu erzählen? Habt ihr nicht gesehen, wie verängstigt er war? Doch. Der hatte heute ein ganz schwaches Nervenkostüm an. Ist doch bescheuert im Kopf. Ein Mann seines Rufes sollte nicht so einen Unfug in den Wald hinausunken. Was genau meinst du, Kapitän Kontrabass? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass auch nur ein Körnchen Wahrheit an dem dran ist, was dieser Proletenprofessor sich da zusammengesponnen hat. Eine dunkle Unke? Geh bitte. Und der ist Professor. Wenn ich diesen unseriösen, senilen Sack erzählt hätte, dass wir diesen Unkerich oder zumindest jemanden, der sich so verkleidet hat, gesehen haben, wäre er nie wieder hinter dem Vorhang hervorgepfuscht. Leute, jetzt mal easy. Lex, du hast schon recht, aber was jetzt viel wichtiger ist, wir müssen endlich herausfinden, was hier eigentlich los ist. Zuerst sieht dieser Stadion-Perversling überall kleine schwarze Frösche. Vor unseren Augen taucht so ein fettgesichtiger Unkeneinbrecher auf und klaut die heiligen Kronjuwelen der Kanzlerin. Und jetzt ist auch noch dieser Volksschulprofessor davon überzeugt, dass eine dunkle Unke aus einem Kindermärchen zurückgekehrt ist, um Europa ein Schlammbad zu verpassen. Was zum Deibel ist los im BC? So, der Lady Herrschaften, ihr schaut so aus, als könnt ihr eine Erfrischung gebrauchen. Wie immer, oder darf es halt etwas Besonderes sein? Klar, wie immer, Big Brizio. Dreimal Babylon Supreme in den Farben unserer Nation. Blau, weiß, rot. Für mich heute als Pärchenbecher. Gern, kommt sofort. Lecker. Also als erstes Mal sollten wir so viel wie möglich über diese gemeingefährliche Unke herausfinden. Jedi, schick doch mal, was im Allgemeinen dazu auf Europedia steht. Okay, ich hab mein Europhone immer dabei. Ein Wahnsinn, wie kleine Teile geworden sind, oder? Ja, voll. Damit hacke ich mich direkt mal ins Euronet. Also. Ja, bitte. Europedia hat einen recht ausführlichen Eintrag zum Thema Unken. Und dunkel steht hier nichts. Was ist denn nun Jedi? Also, rein wissenschaftlich gesehen handelt es sich bei Unken um Feuerkröten, die der Gattung der Froschlurche angehören, welche wiederum mit den Barburfröschen die Familie der Bombinatoridae bilden. Stammesgeschichtlich werden sie dabei zu den urtümlichen niederen Froschlurchen gestellt. Archaeobatrachia. Also je nach Literatur werden 5 bis 8 Arten der Gattung unterschieden, deren Verbreitungsgebiete von Europa bis nach Ostasien reichen. Zur Verteidigung sondern sie ein Sekret ab, den sogenannten Unkenspeichel, welcher unangenehm nach Lauch riecht. Fett und stinkig also. So wie Sandys Freund! Okay, Unken sind Froschlurche. Keine weiteren Infos zu eventuellen Mythen, Sagen oder anderen lächerlichen, unseriösen, unwissenschaftlichen Kindergeschichten? Nein. Kann es irgendwie sein, dass unser schönes Europa eventuell mal plagenartig von Unken heimgesucht wurde? Nein, keine weiteren Treffer. Da steht nichts weiter. Nur der typische Kram über Fortpflanzung und so. Schleimig. Also das bedeutet, es gibt keine weiteren Hinweise dazu, dass an Professor Assis Geschichte auf irgendeine Art und Weise etwas dran sein könnte. Trotzdem haben wir alle drei diesen abscheulichen Unkenmann gesehen.
Amerika! Ich hab's! Irgendetwas muss den Stadiongrafen, unsere Kanzlerin und Professor Assis verbinden. Die Frage ist doch, wenn all das zusammenhängt, was will der Unkenmann überhaupt? Er hat die Kronjuwelen. Trotzdem scheint er sich damit nicht zufrieden zu geben. Stattdessen sucht er noch dazu diesen sauberen Stadiongrafen und einen Märchenonkel-Professor zu Hause heim. Und was sollte bei denen schon zu holen sein für so einen diebischen Froschlurch? Wir sollten Segel setzen und der Sache, der Unke auf den schlammigen Grund gehen. Moment mal. Kollegen, der Typ da hinten, der guckt schon seit einer halben Stunde zu uns herüber. Und ich fürchte nicht, weil ich heute wieder so verdammt gut aussehe. Ich bin sicher, dass er uns belauscht. Der geheimnisvolle Kerl in der dunklen Kutte mit der weiten Kapuze. Er hat seinen Joghurt noch nicht mal angerührt. Wer macht denn sowas? Ui, der sieht aber unheimlich aus. Oh, er steht auf. Und kommt stracks zu uns herüber. Was der wohl will? Hey, ihr drei. Ihr denkt wohl, ihr werdet super schlau, oder? Vielleicht seid ihr gar nicht so schlau. Naja, also auf dem Campus sind wir als die lässigen Superasse bekannt. Ach ja, kultige Kutte. Wenn kein Fasching wäre, wäre manche immer nur irgendwer, oder? Ich bin gekommen, um Worte der Warnung über euch auszusprechen. Du schaffst den Joghurt nicht. War zu viel. Mich schickt die Dunkle, deren Orden ich mein Leben geweiht habe. Lasst von eurem Suchen ab. Euch könnte es schnell zu heiß werden. Ich habe eine Botschaft für euch. Sie singt, sie sprengt den ganzen Schlamm, frohlocket. Sie fliegt, sie siegt, in dunkler Tiefe sie hocket. Innung, Umung und Umung herum. Sie sind also Mitglied des Ordens der Dunklen? Woher wisst ihr davon? Wer hat dir das ins Ohr geflüstert, du Dummerchen? Sie? Der Hilfs ist ja nicht, oder, Freunde? Ich glaube, der muss mal wieder sein Mainboard defragmentieren, Team. Ich habe noch eine Botschaft für euch. Nee, jetzt kann ich echt nicht mehr. War einfach zu viel. Ein Unkenbein zum Sprung bereit. Das andere noch kauert. Die Unke kommt gewiss zurück. In Dunkelheit sie lauert. Glaube ich nicht. Mein Werk ist hier getan. Ihr werdet schon noch sehen. Ihr werdet noch sehen. Gemeinheit, uns so einen Schrecken einjagen zu wollen. Pass mal auf, Kommilitonen. Dem sende ich noch eine kristallklare Botschaft hinterher. Ich werf dem hier meinen Bergkristall an die Rübe. Nimm das, du pädophiler Ordensbruder. Nur knapp verfehlt, Kapitän. Das wird dem Unkenknecht eine Lehre sein. Schaut, wie er läuft, der falsche 50er. Kommiliton, erste Sahne. Dem haben wir es gezeigt, oder? Na, das habt ihr aber super gemacht. Solche Wobbler kann ich nicht in meinen Balance brauchen. Ihr seid ein super Team. Team Europa. Und es wisst ihr, wegen der Scham, da macht's euch keiner Sorgen. Der geht aufs Haus, gell? Unser Bibi Breezer. Okay, Jungs. Anscheinend ist an der Unkensache doch mehr dran, als wir dachten. Wir müssen was unternehmen. Welche Task ist als nächstes dran? Wir müssen diesen fetten Unkenirren finden und ihn aufhalten. Außerdem ist es unsere gute Pflicht als Europäer, die Kronjuwelen der Kanzlerin zurückzuholen. Ehrensache. Die Polizei wird da nicht weiterkommen. Das Team Europa ist am Zug. Und Inspektor Bungaba wird schon noch sehen, wie wir die Dinge hier in Europa regeln. Naja, für heute war es wohl genug Action, Freunde. Aber morgen sollten wir dorthin fahren, wo wir die Unke zum ersten und bisher letzten Mal gesehen haben. In das Kanzleramt! Na, da ist unseren drei Freunden wohl etwas entgangen. Einen Europedia-Artikel sollte man vielleicht etwas gründlicher lesen. Unsere aufmerksamen Zuhörer werden sicher ein deftiges Detail nicht versäumt haben, oder?